Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin. Ja, ich hoffe, dass diese dritte Aufnahme hier endlich mal gelingt. Ja, ihr hört schon dritte Aufnahme. Ich habe schon zum dritten Mal versucht, diesen Part hier aufzunehmen. Ja. Moment, ich muss wieder zurechtfinden. Glaube ich, verständlich, wenn man schon Ewigkeiten immer gespielt hat. Und natürlich. Ja. Naja, noch brauchen wir das Training. Im Moment ist es noch nicht so wild. Wenn wir doch bloß schon mal ein bisschen stärker wären. Naja, es passiert. Es kommt. Langsam, aber sicher. Yay. Oh. Okay. Das wird ein harter Kampf. Werd nicht verkacke. Oh, hi Jansch. Oh, ich sehe schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. So. Übrigens noch vielen Dank für das Feedback vom letzten Part. Ich werde auch versuchen, nicht so oft ins Mikro zu pusten, aber um ehrlich zu sein, ich habe es gar nicht gemerkt. Oh, er ist schneller. Da, und shit, wir sind nicht vollständig geheilt. Ah. Schon mal ganz kurz, was wir haben. Ja, wir haben einen Trankhammer. Ja. Na, ich probier's mal mit. Ah. Langsam wird's knapp. Wir halten noch ein bisschen aus. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach so versuchen, drauf zu hauen. Übrigens, ich weiß noch nicht, wie lange der Part jetzt hier wird, aber... Ja, aber... Nee, aber... ich hab's endlich mal gebacken bekommen, mein YouTube-Konto zu bestätigen. Heißt im Endeffekt, ich kann jetzt mehr... ja, Quatsch. Mehr Content in den Videos bringen, genau. So würde ich sagen. Das heißt nämlich, dass ich nicht mehr die scheiß 15-Minuten-Grenze habe. Und wir haben Gekabo doch ganz gut besiegt. Wenn ich das mal so nebenbei anmerken darf. Und Level 7. Ich habe gerade gelesen, nicht erreicht. Level 7. Oh, fast noch Level 8. Wow, das war spitze, Jansch. Du bist ein Naturtalent. Ja, ich weiß, danke. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit kurzer Zeit. Es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Jo. Hört's. Und mir fällt gerade ein, was ich vergessen habe, noch nachzuschauen. Super. Jansch, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, super. Danke. Warum hältst du mich dann bitte schon auf? Gut. Hier werden wir zurück in Wurzelheim. Zurück zu den Anfängen, ne? Oh, hallo Jansch. Ich habe gehört, du hast Mike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Mike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Juhu! Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Oh wow, Jansch, hast du auch einen Pokédex? Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Ja, super, danke.
Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will den unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Drum hast du ja auch Gekabo genommen. Sieht ja auch voll niedlich aus. Ja, irgendwie ein bisschen gruselig. Warte, Jonsch! Hi. Jonsch, hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Ja, nee. Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Birk erhalten? Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Ja, nee. Mann, was haben die alle mit diesem Spruch? Wunderbar, du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für eine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Zweideutigkeit FTW. Ja. Jan, für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Wer braucht eine Bedienungsanleitung für Schuhe? Mal ehrlich. Sich vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Danke auf jeden Fall für die Turbo-Treter. Denn. Yay. Rakete. Übrigens ist mein Team schon komplett geplant. Ein Zickzacks Level 2. Bist du eigentlich lebensmüde? Ich schon gedacht, was Schlimmes. 3 KP verloren. Kein Kommentar dazu. Aber ist das toll, wenn man nicht ständig auf die Uhr schauen muss. Oh, war ja klar, dass beim letzten Grasbüschel noch ein Gegner kommt. Naja. Hätte ich doch nur schon mal eine Wasserattacke. Naja. Kommt auch noch. Hoffe ich zumindest. Also wie schon gesagt, ich habe mein Team schon komplett geplant. Und jo. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ja, mehr will ich auch nicht verraten. Und sorry, dass im letzten Paar, dieser Pause erst jetzt kommt, denn jetzt ist jetzt alles klar. Ganz schön, alles klar. Nee, aber sorry. Ich bin zu dumm, durch die Tür zu laufen. Aber ich hatte echt keine Lust mehr, die letzte Woche aufzunehmen, weil nachdem ich es zweimal hintereinander probiert hatte, ging einfach überhaupt nichts mehr. Ja. Vor allem, das hat mich so richtig angekotzt. Bei meinem Laptop hat absolut rumgesponnen und hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte mal einmal mit mir mit? Dies ist mein Pokémon, ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an blauem Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Jo, Trank gehalten. Da haben wir noch schon wieder. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden. Daher ist er manchmal nützlich in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon Center. Schön die Konkurrenz ausgespannt. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Moment, also ich bin hier reingekommen. Hatte das. Ach, egal. Ach, genau, stimmt. Ich hatte echt keine Lust mehr aufzunehmen, weil. Ist, glaube ich, verständlich, wenn man zweimal versucht aufzunehmen und einfach nichts geht. Naja. Übrigens bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo es genau das Pokémon gibt, das ich im Team haben will. Und unser erster Trainerkampf. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Ich habe ja voll Angst. Eine Herausforderung für einen Teenager, Angst, na. Ja. Ein Zickzacks Level 5. Na gut, wir sind auch aus 3 Level über dem drüber. Und unser Vogel schreit gerade im Hintergrund, ich hoffe, ihr hört's nicht. Wenn ja, dann tut's mir leid.
Ach ja. Ja, ich glaube, das habt ihr jetzt gerade gehört. Und wenn nicht, dann das. Mann, ich kann unsere Tür, ich kann meine Tür nicht zumachen. Oder sagen wir es mal so, ich habe eine Tür, wo ich zumachen kann und die andere kann ich nicht zumachen, weil ein Fehler passiert ist. Oh Mann. Ah, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Ja, hättest du. Und ich werde natürlich nicht jeden Trainer vorlesen, das dürfte klar sein. Denn die labern eh nur Nonsens. Mann! Ja, vor allem, weil ich einfach nur so vorbeigelaufen bin, aber wenn du mich dann halt von der Seite ansprichst, ne? Logisch, dass sich dann unsere Augen treffen. Mann, was hat unser Vogel gerade nur? Ein Wampel. Gut, machen wir das auch noch fertig. Oh, eine Hälfte. Und unser Vogel hat aufgehört. Schön. Oh, du und dein Fadenschuss, Junge. Vor allem, ich bin ja eh schneller wie du. Egal, was du machst. Ach ja, manche lernen es nie. Und Level 9. Juhu. Oh, er hat normal. Normal habe ich gar nicht gewiss. Gewiss, ja. Ich nix gewiss. Ich tut Deutsch. Aber dass die jedes Mal bloß 2 brauchen. Oh, das hat versucht, mich sogar zu schlagen. Aber wir sind zu flink. Ciao. Wir sind schön ausgewichen. Gut gemacht, Nils. Ja, besiegt und verloren. Schaffst du durch? Oh, Mann. Ups, eigentlich wollte ich gar nicht ins Glas, aber gut. Bist du gerade erst Trainer geworden? Das wäre bei der Anfänger. Ja, nee, ehrlich. Merkt man. Sich einfach so gemein verstecken. Naja. Nils, das musst du packen. Wir sind fast 5 Level drüber. Na. Ah, Angriff gesteigert. Boah, wir brauchen unbedingt eine stärkere Attacke wie Tackle. Aber ich glaube, erst ab Level 10 bekommt man eine stärkere Attacke. So, er hatte mal einen Pokémon. Ein Schwalbini. Schwalbini. Boah, Level 3. Und dann macht es auch noch 3 Schaden. Oh Mann. Weg mit dir. Ja, hat gerade noch so für Level 10 gereicht. Und Aquaknarre. Endlich eine Wasserattacke. Vielen Dank, Hugo. Ja, du hast mich angesprochen, weil du dachtest, du könntest mich besiegen. Pech gehabt, dafür hast du mir Aquaknarre gezeigt. Vielen Dankeschön. Dann würde ich sagen, nehme ich noch ganz kurz da diese Beeren. Und dann beende ich den Part hier. Ach ja. Jo, also ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es ja mit dem Daumen hoch zeigen. Andernfalls dann halt nicht. Ja. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt. Oder weiterhin gutes Feedback hinterlassen. Das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen, alles. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Oder auch nicht. Bis dann. Tschüss.